Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Und weil Jesus lebt, haben wir Hoffnung. Weil Jesus lebt, haben wir selbst auch Zukunft, weil wir aus Glauben leben. Also kannst du sagen wie Hiob: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist ganz wichtig, dass man das auch als innere Gewissheit mit sich hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja? Jesus, er ist auferstanden, er ist nicht im Grab geblieben. Also so ist mein Thema heute: Kreuz und Auferstehung erfüllt uns mit Dankbarkeit. Und aus der Dankbarkeit heraus beten wir Gott an. Ja? Wir geben ihm Dankbarkeit und Anbetung. Dieses Bild wurde so oft von Christen gepostet in diesen Tagen, bei Facebook oder bei Instagram, egal wo, man las es immer wieder. Das mit der Ausgangssperre zu Ostern hat noch nie funktioniert. Ja? Es hat auch vor 2021 Jahren nicht funktioniert. Man konnte Jesus da im Grab nicht festhalten. Also Jesus lebt. Er war wirklich aus dem Grab gestiegen, weil Gott, der Vater, ihn herausgerufen hat. Und das ist unsere Hoffnung als Christen. Ja? Jetzt hat man ja auch noch einen Lockdown, wollte man noch machen vor Ostern, dass es eine große Osterruhe gibt. Aber die Kanzlerin hat sich ja auch revidiert, dass sie diesen Lockdown nicht durchgezogen haben, sodass wir auch nur unsere Gottesdienste feiern dürfen. Und das tun wir auch, ja, weil es eines der größten Feste ist. Das Grab ist leer, der Held erwacht, haben wir früher immer gesungen. Ja, dieses bekannte Lied, das Grab ist leer, der Held erwacht. Und Jesus bezeichnet sich selbst ja auch als die Auferstehung und das Leben. Ja, und das ist so wertvoll, ja. Er sagte es zur Martha im Zusammenhang, im Kontext von Lazarus, den er ja aus den Toten auch herausgerufen hatte. Er war auch im Grab gelegen, war ein paar Tage tot und Jesus rief ihn wieder hervor. Und diesem Zusammenhang sagt Jesus in Johannes 11, 25 bis 27, darauf erwiderte ihr Jesus: Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Glaubst du das? Fragte die Martha. Ja? Glaubst du das? So fragt auch uns: Glaubst du das, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Martha konnte von Herzen sagen: Ja, Herr, antwortete ihr Martha. Ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Der Christus, der Gesalbte, ja, der Messias, auf den sie so lange gewartet haben. Sie hat ihn erkannt. Gott gab dieser Martha erleuchtete Augen des Herzens. Ja. Ein bisschen ein Bild, das ein bisschen lustig ist, ja, mit diesem Osterhasen. Es wird, wenn in unserer Gesellschaft oft mehr als Osterfest, als Osterhasenfest, Ostereierfest dargestellt, ja. Aber nicht ein Hase hat sein Leben für dich am Kreuz gegeben. Ja, Jesus war es, der sein Leben gab. Und so müsste mir das Lamm im Mittelpunkt stehen, wie der Osterhase. Ich fahre ja selber bei der Tafel immer so im Kühlwagen und sammle Lebensmittel ein. Und nach Ostern kriegen wir kistenweise Hasen, Schokoladen-Ostereier, Schokoladenhasen. Wir wissen gar nicht, wohin mit dem ganzen Hasen. Ja, so viel bleibt da übrig. Das ist es irgendwo, ja. Jesus sagt in Johannes 15, 13, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Also Jesus sucht auch den Gehorsam. Er sucht Nachfolger, die ihm wirklich nachfolgen und die seine Sache Priorität geben. Ja, in dieser Auferstehungsgeschichte heißt es in Matthäus 28, 5 bis 6,
Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Ja? Also die Engel sind diesen Frauen erschienen und sie haben gesagt, dass Jesus auferstanden ist. Ja? Der Engel sagte diesen Frauen, dass er auferstanden ist, dass er lebt, so wie er es vorhergesagt hat. Und das soll unser Herz mit Dankbarkeit erfüllen. Dankbarkeit ist so wichtig, dass wir Kreuz und Auferstehung, dass wir damit Dankbarkeit drauf antworten. Dankbarkeit öffnet den Weg zu Gott. Das ist so der Weg, den Gott uns macht. Ja, sagt auch schon Dietrich Bonhoeffer. Dankbarkeit öffnet den Weg zu Gott. Ein dankbares Herz bekommt Erkenntnis. Ein dankbares Herz bekommt Freude, Friede ins Herz. Also Bodil Schwing sagte, in Christus zu reifen bedeutet, Christus zu danken. Und je mehr wir mit Christus gehen, umso mehr begreifen wir das Erlösungswerk Jesu, umso mehr erfüllt sich unser Herz mit Dankbarkeit. Ja? Ich habe auch in meinem Glaubensleben erkannt, je länger ich mit dem Herrn gehe, das sind ja jetzt schon 32 Jahre, es erfüllt mein Herz immer mehr mit Dankbarkeit. Immer mehr erkenne ich, was es bedeutet, begnadigt zu sein, ein begnadigter Sünder zu sein. Ja, begnadigt durch sein Blut. Psalm 50, 23 sagt, wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Ja? Also, wenn du auch nicht alles verstehst, auch vom Wort Gottes her nicht, dann sei dennoch dankbar. Und durch die Dankbarkeit bekommst du Erkenntnis. Ja? Erleuchtete Augen des Herzens und du wirst immer mehr das Heil Gottes verstehen. Also wer Dank opfert, preiset Gott und Gott macht einen Weg in deinem Herzen, dass du es verstehst, dass es schnackelt bei dir und dass du das Erlösungswerk begreifst. Jesus, dieser wunderbare Name, er ist der Gekreuzigte, der Auferstandene, der Gegenwärtige und der Wiederkommende, wie wir es auch im apostolischen Glaubensbekenntnis beten, ja? Und dieser wunderbare Name, Jesus, heißt auf Hebräisch Jehoshua, beziehungsweise Yeshua. Seine Namensgebung mit starker Aussagekraft. Gott hilft, Gott rettet, Gott erlöst. Darum kam Jesus, ja? Er ist nicht nur der gute Lehrer, der so viel Weisheit hat, sondern er ist auch der Erlöser, der Retter, der uns wirklich den Weg zum Himmel wieder bahnt. Und als solchen dürfen wir ihn erkennen und als solchen dürfen wir ihn verkündigen. Ja? Es ist der größte und schönste Name, den es gibt. Und in keinem anderen Namen ist das Heil. Aber jetzt schauen wir uns mal wieder die Auferstehungsgeschichte an. Letzten Sonntag haben wir die Kreuzigungsgeschichte uns angeschaut. Jetzt schauen wir uns mal die Auferstehungsgeschichte an aus Johannes 20, ja? Abvers 1. Am Sonntagmorgen, den ersten Tag der neuen Woche, ging Maria aus Magdala noch vor Sonnenaufgang zum Grab. Da sah sie, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen gewesen war, nicht mehr vor dem Eingang lag. Sofort lief sie zu Simon Petrus und den anderen Jüngern, den Jesus sehr lieb hatte. Ja, das ist Johannes. Ja, er bezeichnet sich als der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Man weiß, Johannes hatte eine ganz besondere Beziehung zu Jesus. Aufgeregt berichtete sie ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Ja, sie war davon ausgegangen, dass sie ihn verschleppt hatten. Ja, Johannes spricht von sich selbst also als dem, als von dem anderen Jünger. Da beeilten sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Ja? So Petrus und Johannes liefen zum Grab. Ja? Vielleicht haben sie Sandale verloren. Sie liefen auf diese Botschaft hin. Ja? Gemeinsam liefen sie los, aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst dort an. Also Johannes war schneller wie der Petrus. Ja? Ohne hinein zu gehen, schaute er in die Grabkammer
und sah die Leinentücher dort liegen. Schön zusammengelegt lagen die Leinentücher dort, ja. Zusammen mit dem Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen den Leinentüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Also als Jesus das Grab verließ, hat er nur Ordnung gemacht, ja. Es ist ein ordnungsliebender Gott, ja. Alles hat seine Ordnung. Und so ist Jesus auch hier ein Vorbild. Es hat alles schön zusammengefaltet. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, in die Grabkammer, also Petrus und Johannes. Er sah sich darin um. Und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Heilige Schrift noch nicht verstanden, in der es heißt, dass Jesus von den Toten auferstehen muss. Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück. Ja, und sie mussten das den anderen Jüngern erzählen. Ja, so ist es einfach. Der Engel sagte, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Ja, und hier ein bisschen ein Joke von diesem Soldaten. Ein Soldat sagt dem anderen Soldaten, das warst nicht du? Wer hat denn gerade guten Morgen gesagt? Also diese Auferstehung, wenn wir aus dieser Auferstehung leben, dann können wir sicher sein, ja, dass wir auch einen Auferstehungsleib bekommen. Wie Jesus ihn bekam. Wir wissen, er konnte durch die Türen gehen. Er war einfach da. Ja? Auch seinen Jüngern erschienen und vielen anderen. Also wir müssen das irgendwo erleben, dass wir durch Glauben die Wiedergeburt erleben. Das ist ganz wichtig für jeden Menschen, damit er auch wirklich diese Auferstehung erleben kann. Wer nicht glaubt, hat das ewige Leben. Ich muss mir das Erlösungswerk Jesu zu eigen machen. Es muss meine persönliche Sache werden, hier auf Erden. Ja, und dann ist hier diese sterbliche Linie. Ja, dann komme ich im Sterben vom Glauben zum Schauen. Ja, wenn wir im Totenreich sind, dann erkennen wir, dann kriegen wir erleuchtete Augen des Herzens über alle Geheimnisse der Gottheit. Ja, wir begreifen es, bis wir selbst zu dieser Vollendung kommen. Ja, zu der Wiederkunft. Jesus kommt ja auch wieder und wir, die vielleicht vorher gestorben sind, kommen mit ihm wieder und regieren. Ja? Und dann bekommen diese Christen auch Auferstehungsleiber, ja? In dieser Verheißung, die die Bibel uns gibt. Also der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Darum ist es wichtig, dass wir das auch erleben, ja? Und dass wir das jetzt schon im Glauben erfassen. Das ist mein zweiter Gedanke über die Auferstehung. Jesus liebt auch den Zweifler. Ja, wenn wir hier weiterlesen im Zusammenhang von der Auferstehung, da geht es um diesen Thomas. Ja, man sagt den ungläubigen Thomas, aber dieser Thomas hatte eine besondere Begegnung mit Jesus. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagte ihm der andere Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, ja, ein nüchterner Kopfmensch, ja, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es nicht glauben. Ja, das ist eigentlich so der Zweifel des Thomas, ja. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen. Und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, da war er einmal wieder da, mit seinem Auferstehungsleib, ja. Als die Türen verschlossen waren und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas. Das finde ich ja so bemerkenswert. Jesus geht auf diesen Thomas und auf seine Herzenshaltung, auf seine innere Einstellung ein und möchte auch, dass er glaubt. Ja, möchte, dass er glaubt. Dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her
und sieh meine Hände. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, ja, wo er die Lanze reinbekam und wo Wasser und Blut herauslief. Ja. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ja. Darum ist es so wichtig, dass wir, ohne zu schauen, auch schon vertrauen. Ja? Ohne zu schauen, auch schon vertrauen. Das ist, was Gott will. Sei nicht ungläubig. Darum nähre deinen Glauben, lese viel Wort Gottes und dein Zweifel wird verhungern. Das ist so wichtig. Aber dann sagt Thomas weiter. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, als er die Male sah, ja, an Leib und an den Händen, an den Füßen, mein Herr und mein Gott. Jetzt war er zufriedengestellt. Jetzt war der Zweifel weg. Ja? Jesus spricht zu ihm. Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir haben Jesus noch nicht persönlich gesehen, aber er hat sich in unseren Herzen offenbart. Als wir ihn angenommen haben und ihn eingeladen haben in unsere Herzen, da hat er sich in unseren Herzen offenbart. Wir bekamen erleuchtete Augen und wir durften das Wort Gottes verstehen. Also in diesem Zusammenhang der Auferstehung, ja, gab es ja auch die Pharisäer, die das gar nicht haben konnten. Ja? Denen war das gar nicht recht. Das lesen wir in Matthäus 27, 63 und 64. Herr, wir haben uns erinnert, da spricht ein Pharisäer zu den Schriftgelehrten und zu den Vorstehern. Wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, Jesus bezeichneten sie als Verführer, als er noch lebte, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. Ja, so befiehl nun, dass das Grab gesichert werde, bis zum 3. Tage. Dann, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volke sagen, er ist von den Toten auferstanden. Also sie konnten sich daran erinnern, sie hatten vielleicht da in dieser Beziehung mehr Glaube wie die Jünger. Ja? Sie hatten damit gerechnet, ja? Weil er das sagte, er würde auferstehen. Und das müssen wir verhindern, da müssen wir Wachen aufstellen, Wachposten, Soldaten, damit da kein Unfug getrieben wird, ja. Aber das nutzte auch nichts, ja. Jesus ist dennoch auferstanden. Und so ist auch die Ewigkeit unsere Bestimmung. Weil Jesus lebt, haben wir Hoffnung auf die Ewigkeit. Weil Jesus lebt, leben wir auch morgen, ja. Er ist der Erste, der Erstgeborene aller Brüder. Und er ist der Erste, der auferstanden ist. In Römer 8, Vers 9, 6, Vers 9, in der neuen Genfer Übersetzung heißt es, wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Ja, und so ist es auch. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der wird ewig leben. Ja, über das Sterben hinaus. Und diese Gewissheit ist so schön. Menschen brauchen diese Erkenntnis, dass Ewigkeit ihre Bestimmung ist. Weil viele sagen, ich will in der Schachtel liegen, ist alles aus. Ja? Ins Grab, Dreck drauf, fertig. Und das ist nicht das Ende. Ja? Der Mensch ist für mehr gemacht. Er ist Geist, Seele und Leib. Er ist für mehr gemacht. Und das müssen wir den Menschen sagen. Wir müssen es ihnen bewusst machen. Du hast einen Geist und eine Seele und die wohnen in deinem Körper, wenn du stirbst. Die Woche habe ich meinen Nachbar verloren, ja, der mir sehr lieb war, ja, ein lieber Nachbar, der Alfred, ja. Aber ich weiß, da war nachher nur noch die Hülle, die da gelegen hat, ja. Er ist aus seinem Körper raus. Da ist nur noch die Hülle. Da liegt wirklich nur noch der Körper. Ja, wenn der Tote schon erlebt hat, vielleicht zu Angehörigen, da ist nur noch starre Hülle. Das ist kein Geist und keine Seele mehr drin. Geist und Seele gehen raus. Ja? Und so ist es auch mit der Ewigkeit. Prediger 3, Vers 11 sagt, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Von Grund auf müssen wir eigentlich wissen, dass wir zur Ewigkeit bestimmt sind.
Ewigkeit ist unsere Bestimmung. Und durch die Taufe identifizieren wir uns mit dem Kreuz und der Auferstehung. Ja, im Glauben erfassen wir das. Römer 6, 10 und 11. Mit seinem Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Das gilt genauso für euch. Daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Ja? Die Wiedergeburt bringt uns in die Ewigkeit. Ja? Wir müssen wiedergeboren werden aus Wasser und Geist, wie auch Jesus es dem Nikodemus beschreibt. Darum dürfen wir wissen, das Grab ist nicht das Ende. Ja? Römer 8, Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, das ist entscheidend, dass der Heilige Geist in uns wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Auch wir bekommen ein Auferstehungsleib. Auch wir haben diese Auferstehungshoffnung. Auch wir leben aus der Auferstehungskraft. Wir nehmen uns das im Glauben. Ja? Und das ist so wichtig, wenn man das tut. Ja? Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist unsere Hoffnung. Dafür leben wir. Darum sage ich immer, das hier ist eine Vorbereitung auf das wahre Spiel. Das wahre Spiel ist im Himmel. Hier sind wir nur im Trainingslager. Wir trainieren für den Himmel. Ja? Er sagt weiter, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das, ja? Das ist es so, weil Jesus lebt, leben wir auch morgen. Wir haben Hoffnung, wir haben Zukunft. Ein letzter Punkt. Lasse Kreuz und Auferstehung deinen Glauben bestimmen. Ja, das sind so Grundfesten, so Fundamente, die wir uns fest verankern müssen im Herzen. Ja, dass wir unseren Glauben auf diese Auferstehung bauen. Denn das Wort vom Kreuz, sagt Paulus, ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Das Kreuz ist das Zentrum und steht im Mittelpunkt unseres Herzens. Ja? Und es ist uns eine Gotteskraft. Ja? Das ist also, zu Ostern gehört viel eher das Osterlamm. Würden sie anstatt Osterhasen Lämmer machen, ja? Weil Jesus kam als das Lamm Gottes, das geopfert ward, für uns zu erlösen. Das Lamm, im Alten Testament mussten Lämmer und Tiere sterben, um die Sünde zu tilgen. Und Jesus hat ein für alle Mal am Kreuz diese Sünde für uns getilgt durch sein Blut. Er hat die Dornenkrone erduldet, damit wir eine Königskrone haben dürfen. Also Ostern geht es nicht um den Hasen, sondern um das Lamm. Das muss man den Menschen vielleicht auch mal erklären, ja? Erklär das mal deinen Leuten, die wissen das gar nicht mehr. Nicht mehr richtig, was man Karfreitag und an Ostern feiert. Die feiern halt, weil es Feiertage gibt, aber wissen nicht richtig, warum. Leider. Es ist eine Entscheidung, das Kreuz ist eine große Straßensperre zur Hölle. Das ist das, Gott hat diese Straßensperre aufgestellt auf Golgatha. Für die ganze Menschheit, die danach lebt. Ja? Und das ist so gut zu wissen, diese Straßensperre. Und diese macht einfach unser Leben neu. Sie macht aus unserem Minus ein dickes Plus. Ja? Aus Dunkelheit macht er Licht. Aus Zerstörung wurde Wiederherstellung. Aus Hölle wurde Himmel. Aus dieser Verzweiflung, die du vielleicht hast, wurde neue Freude, neuer Friede, aus Gefangenschaft Freiheit. Da ist so viel Großes geschehen am Kreuz. Darum sollen wir mit Dankbarkeit erfüllt sein. Und das müssen wir auch Menschen erklären, dass das Kreuz so eine Brücke ist zum ewigen Leben. Eigentlich hätten wir alle hier als Menschen den Tod verdient, weil wir Sünder sind.
ist nicht ein Mensch außer Jesus Christus, der über diesen Planeten wandelt, der ohne Sünde war. Jesus war ohne Sünde. Und er musste dieses einzige und das reine Opfer sein, damit wir einen Weg zurück haben zu Gott. Damit wir einen Weg zum ewigen Leben haben. Damit wir einen Weg zum himmlischen Vater haben. Damit der Himmel unsere Zukunft ist und nicht dieses ewige Feuer, der ewige Tod. So ist das Kreuz eine Brücke zum Leben. Ja, das Problem der Menschen ist die Sünde und die Bibel sagt es uns, die Strafe für die Sünde ist der Tod. Und wer nicht gereinigt ist von seiner Schuld durch das Blut und das Kreuz, das Jesus am Kreuz gegeben hat, sein Blut, ja, dann wird man nicht ankommen bei ihm. Es gibt keinen Ausweg, es gibt kein Hintertürchen, ja. Oder es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Darum ist es auch wichtig, dass wir unsere Sünden bekennen. Wie es im 1. Johannes heißt, Vers 9, so ihr eure Sünden bekennt, ist Gott treu und gerecht und vergibt euch alle eure Schuld. Darum, wenn du in Sünde gefallen bist, bekenne sie wieder. Bekenne sie Gott und sag, hilf mir. Ich will diese Sünde nicht mehr tun. Hilf mir, die Sünde zu lassen und hilf mir, sie nicht mehr zu lieben. Hilf mir heraus, dann hilft Gott dir. Also lass den Besen des Heiligen Geistes deine dunklen Herzensstübchen auskehren. Ja, wenn man das so richtig begreift, das ist der Heilige Geist. Er gibt uns überhaupt mal Sündenerkenntnis, wo wir vorher vielleicht gar nicht drüber nachgedacht haben. Aber wenn man eine Beziehung mit Gott hat, dann hat man eine Beziehung mit dem Heiligen Geist und er zeigt uns unsere Herzensstübchen auf, die noch dunkel sind, die noch nicht aufgeräumt sind. Ja? Jesus machte Ordnung im Grab. Er legte die Grabtücher zusammen. Er machte Ordnung. Und so macht der Heilige Geist auch Ordnung in unseren Herzen. Wenn da noch Neid ist, wenn da Eifersucht ist, wenn Unversöhnlichkeit ist zu deinem Bruder oder Schwester oder Anverwandten, dann muss der Besen her und muss dir das wegnehmen. Ja? Er muss dir wieder Versöhnung schenken, er muss dir Vergebung schenken. Er gibt dir die Frucht des Heiligen Geistes. Ja? Also David betete es ganz inbrünstig. Ja? Er sagte zu Gott, wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde. Reinige mich, mach mich neu. Ja, vielleicht ist es manchmal gut, wenn du dich wäschst oder duscht. Wasch mich rein, ja, wasch mich rein in meinem Herzen, in meinen Gedanken, in meinen Herzensmotiven, warum ich was tue. Wasche mich rein, reinige mein Gewissen, reinige meinen inwendigen Menschen, mach meine Seele neu. Mach mich heil, wo ich verletzt bin. All das will der Heilige Geist tun. Er will dir helfen. Er ist so gut. Er ist ein Gentleman. Er drängt sich nicht auf. Aber wenn du ihm Raum gibst in deinem Leben, dann gibt er diesen Durchbruch zur Freude, wie Uwe es schon gesagt hat. Wir brauchen den Durchbruch zur Freude, den Durchbruch zum Frieden Gottes. Und das will der Heilige Geist uns geben. Und wenn wir gleich hier Abendmahl feiern, ja, dann ist das einfach so, dass wir vorher gereinigt sind. Dass wir auch wirklich sagen können, ich darf das Mahl nehmen. Ja, dass er für Jesu Blut steht und auch für seinen Leib, der für uns am Kreuz gegeben wurde. In 1. Johannes 1, Vers 7 steht von diesem Blut, das ist ein Bibelvers, den können wir auswendig lernen, hilft total. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und jetzt kommt's wieder. Und das Blut, das sein Sohn, Jesus Christus, für uns alle vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Ja, dann nehme ich mal so ein lustiges Bild, ja. Von dem Kreuz geht ein Wasserbad aus, ja. Wo du gereinigt wirst, ja. Gewaschen durch sein Wort.
Erkenntnis durch das Wort Gottes. Ja, Epheser beschreibt es so als das Wasserbad, gereinigt von Sünde. Wenn eine Sünde blutrot war, soll sie doch weiß wie Wolle werden. Ja, wie weiß wie Schnee. Ja, den Jesaja. Ja, also nimm meine ganze Schuld von mir, wasche mich rein von meiner Sünde. Ja, das ist ein gutes Gebet und ist immer auch wichtig. Das, ansonsten ist das mit Ostern auch keine richtige Freudenbotschaft. Wenn die Sünde dich knechtet und wenn du gefangen bist und umstrickt von der Sünde, dann hast du auch über das Kreuz und die Auferstehung keine Freude mehr. Dann geht das an dir vorbei. Dann ist keine Dankbarkeit in deinem Herzen. Also glaube an das Kreuz und an die Auferstehung. Suche auch diese Power. Der Heilige Geist ist ein Kraftgeber. Er gibt auch übernatürlich Kraft. Ja, und diese Auferstehungskraft, die Jesus herausrief, die wollen wir erleben. Auch durch Zeichen und Wunder, durch Krankenheilungen, durch Wiederherstellung, prophetische Reden. Die Gnadengaben sollen fließen. Darum antworte Gott mit Dankbarkeit und Anbetung. In diesem Sinne darf ich uns bitten, aufzustehen. Ja? Also ein Fazit für Kreuz und Auferstehung. Es erfüllt uns mit Dankbarkeit und Anbetung. Ja? Weil das Grab leer ist und der Held erwacht und Jesus lebt, haben auch wir Hoffnung auf unsere Auferstehung. Auch wir bekommen mal ein Auferstehungsleib. Sei in dieser Erwartung. Du hast den Himmel in deinem Herzen. Du weißt, dass das deine Zukunft ist. Ja? Zweitens, auch wenn Zweifel dein Herz beschleichen, Jesus liebt dich dennoch. Darum nähre deinen Glauben durch Wort und Geist. Lies das Wort Gottes. Frag den Heiligen Geist, wenn du etwas nicht verstehst. Und er führt dich in die Tiefe der Gottheit hinein. Und schließt dir alle Geheimnisse der Bibel, der Schrift und des Reiches Gottes auf. Drittens, lass Kreuz und Auferstehung deinen Glauben bestimmen. Das Kreuz ist das Zentrum deines Herzens und Jesus ist der Mittelpunkt. Mach das fest. Ja? Das soll deinen Glauben bestimmen. Auf diesem Fundament steht dein Haus wie auf Felsen. Und das ist so wichtig, ihr Lieben, weil der Feind will uns das rauben. Ich will noch einmal beten. Vater, ich danke dir so, dass du uns ja so Erkenntnis gibst über das Erlösungswerk Jesu, dass du dein Bestes gabst, deinen Sohn Jesus Christus, und hast ihn zu uns gesandt, damit wir überhaupt zu dir beten dürfen, damit wir zu dir kommen dürfen. Hat Jesus sein Blut gegeben am Kreuz von Golgatha, damit unsere Sündenschuld reingewaschen wird, dass wir gereinigt werden von aller Verfehlung. Und so dürfen wir durch das Blut des Lammes zu dir rufen. Aber lieber Vater, du bist unser Vater geworden. Und Jesus, wir danken dir für dein Werk. Wir danken dir für dein Kreuz, dass du es erlitten hast, erduldet hast. Dass du Blut geschwitzt hast, weil es dir ein Kampf war. Jesus, wir danken dir, dass du diesen Kampf für uns gekämpft hast. Danke, Jesus, von ganzem Herzen. Wir wollen, Herr, dass diese Auferstehungskraft, mit der du aus dem Grab herausgerufen wurdest, auch erfahrbar wird in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Mitte, soll diese Power sichtbar werden. Soll jeder Unglaube weichen im Namen Jesus. Aller Zweifel soll verwandelt werden in Glaube und in eine feste Hoffnung, Vater. Wir danken dir, dass du jeden Einzelnen segnest. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In Jesu Namen. Amen.